Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. So klingt der Reifen platte. So. Genau, wir sind wieder back on the track, I guess. Haben wir jetzt doch genau, wir haben geschlafen. Und wir haben getankt, ja. Und Werfer reingestellt. Zwei. Und einer dafür entlassen. Wo ich nicht weiß, ob es so intelligent war. Naja. Mindestens hat die andere, die wir jetzt eingestellt haben, schon einmal gefahren gut. Und, ich meine, zerbrechlich und hochwertige Fracht. So. Das heißt, die hat zumindest schon mal einen besseren Start. Ja. Muss man dafür wieder einen Punkt Fernfahrer erlernen, aber das geht ratzfatz. Von daher. So. Außerdem ist sie Asiatin und Asiaten haben bei mir immer extra Bonus. Ah. Ist direkt sympathisch. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Flatscreen TV. Das war ja schon lange Strecke hier. Huiuiui. Ich meine, auf der anderen Seite, klar, können wir machen. Ich meine, bekommen wir immerhin 70.000. Das ist schon ordentlich. Nehmen wir lieber das da oder lieber das da? Ganz ehrlich, hier oben, die Gebiete finde ich schöner. Und da, glaube ich, finde ich lieber diesen Auftrag. Kommen wir auch noch mal ein bisschen mehr, haben dafür aber ne, engeres Zeitfenster, sollte aber kein Problem sein, da wir ausgeschlafen sind. Hoffe ich. Ist immer noch dunkel, by the way. Holy shit, boy. Die Dämmerung. Fangen wir mal hier. Wo ist man eigentlich hin? Da vorne. Ach, da ist die Ausfahrt. Turn left. Turn right. Ey, so dick bin ich nicht, ja? Fahr vorbei. Bitch. Keep right and then turn. Schöne Dämmerung. Auch nicht schon wieder hier. Och nö. Turn right. Turn left. Finally, we are here. So, Frachtmarkt. Dann nehmen wir mal diese hochwertige Elektronikgeräte, die garantiert nicht mal 4K haben. Ja? Packen wir uns ein. Ah, nee, müssen wir jetzt noch hinfahren. Schon ist die Dämmerung vorbei. Immer ein Sonnenaufgang. Alter, die Sonne ist ja richtig gelb.
Auch übrigens, für die Leute, die sich immer fragen, warum die Sonne eigentlich, wenn sie so tief am Himmel ist, gelb ist, und wenn sie relativ weit oben ist, aber eigentlich ja weiß sein sollte, das hat einen ganz einfachen Grund. Seht ihr? Der Himmel ist blau. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, Ronny, warum ist denn der Himmel eigentlich blau? Naja, das liegt daran, dass die Atmosphäre ist ja kein Vakuum, sondern da sind ja Partikel drin. Und diese Partikel absorbieren mehr Licht kürzerer Wellenlänge. Also blaues Licht vor allen Dingen. Und Ultraviolett. Ich würde es erwartet auf uns. Ja, geil. Also sie absorbieren es nicht, sondern sie verstreuen es vor allen Dingen. Das heißt, wenn die Sonnenlicht runterkommt und wir es sehen, dann sehen wir ja vor allen Dingen die Strahlen, die uns direkt treffen. Da die blauen Partikel aber abgeleitet werden und verstreut werden, sehen wir die nicht von der Sonne kommen, sondern halt von überall anders kommen. Deswegen leuchtet der Himmel blau. Weil wir halt das verstreute, bläulich-ultraviolette Licht sehen. Und das andere Licht, was halt längere Wellenlängen hat, also ne, so ab dem Gelbbereich, Rot, Grün, das wird halt kaum abgelenkt und dementsprechend sehen wir das halt direkt von der Sonne kommen. Und dementsprechend ist der Himmel, der eigentlich gar nicht leuchtet, sondern den sehen wir nur, weil Lichtpartikel abgelenkt werden, ist halt bläulich und die Sonne gelblich. Und je tiefer die Sonne steht, ne, weil wenn jetzt die Sonne von direkt von oben kommt, dann haben wir ja, also dann muss das Sonnenlicht quasi durch relativ wenig Atmosphäre durch, um bis zu uns zu kommen. Je flacher die Sonne aber steht, naja, desto mehr, das fällt einfach über rot, ich glaube, achso, ist wieder frei abbiegen, ne? Können wir auch frei abbiegen? Ich bleib lieber stehen. Ne? Desto tiefer die Sonne ist, durch desto mehr Atmosphäre muss das Sonnenlicht ja durch. Und das sorgt dafür, dass dieser Effekt, dass das Blau von dem Rot und Grün abgespalten wird, also Rot und Grün ist ja gelb beim Farbspektrum, also bei additiver Farbmischung, meine ich jetzt so. Und dieser Effekt, dass das Blau von dem Gelb abgespalten wird, wird dadurch immer stärker. Und deswegen ist, je tiefer die Sonne steht, desto bläulicher ist A der Himmel und desto gelblicher ist A, ist B die Sonne. Ja. Daher, deswegen ist die Sonne gelb und der Himmel blau. Obwohl ja eigentlich der Himmel gar nicht leuchtet und die Sonne eigentlich weiß sein müsste. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, dass ich völlig vergessen habe, die Musik einzuschalten. Hammer nach Kolm. Oh, das war 86er. Und wir haben 1400 Meilen vor uns. Heilige Scheiße. Ich meine, gut, wir haben auch noch 14 Folgen. Also jetzt mit der zusammen 14 Folgen Zeit. Aber trotzdem. Ich meine, gut, für 1400 Meilen. Ich weiß halt nicht, wie die Strecke wird. Die sah relativ befahrbar aus, also mit wenigen Schlenkern und so. Sollten wir also in 3, 4, 5 Folgen geschafft haben. Ne, 3 wahrscheinlich nicht, eher so 4, 5. Ja. Warum sind eigentlich unsere LKW schon so kaputt? Oder ist das bloß Reifenschaden? Hm.
65, yeah! Siehst du, wie viel haben wir eigentlich geladen? Ah, 15 Tonnen, ui. Oh, das ist schon ordentlich. Warum haben wir 70 erreicht, müssen wir wieder abbremsen, weil da vorne so eine Kackkurve kommt. Das ist doch Kacke. Gucken wir. Wir haben 56 Stunden Zeit. Das heißt, wir haben gut 30 Stunden Reserve. Das geht eigentlich echt gut. Sehr schön. Können wir also wirklich nach Bedarf schlafen. $14,000 Dollar.
I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Geiles Lied. Sehr schönes Lied. Mhm. Alter, voll das Stop and Go hier gerade in der City. Ah. Habe ich 3 Jahre Fährfahrer studiert, um diese Scheiße zu geraten. Ja, immer schwierig, ne? Bei Bahnübergang immer aufpassen, dass man hinter dem Bahnübergang genug Platz hat. Sonst landet man in einem von diesen Best of Fail Videos auf YouTube. Wenn einem dann der Auflieger abgeschlagen wird. Gut, jetzt hier in-game nicht, weil die Züge hier schnell genug stehen bleiben. Och, ernsthaft, was ist hier los? Weil die Züge halt schnell genug stehen bleiben. Ja. Aber im echten können die Züge nicht so schnell stehen bleiben. Weil die Züge einfach immer erst zu spät sehen. Ich meine, wenn du wirklich gerade lange Strecke hast und du ewig auf dem Bahnübergang stehst und der Zug dich also schon von Meilen voraus sieht, dann kann es sein, dass der Lokführer schnell genug schalten kann und dann die Bremsung einleitet
aber normalerweise dann landest du halt eher auf YouTube. Also du selber auf im Krankenhaus und auf YouTube. I don't know. Wie der LKW einfach zu schnell fährt. Was ist los mit dem, Amanakolm? Das heißt, alleine unsere gesamte Sattelzugsystem hier wiegt alleine schon 60.000, also 30 Tonnen. Ah, wo kommt denn? Hey, unsere Fracht wieder gerade mal 30. Also müssen die restlichen 60 unser restliches System sein. It's simple as that. Gut, der wir als Fahrer natürlich auch noch. Heißt nicht, also auch ernsthaft. Schaut mir meine schöne Auswahl. Das ist ein Opfer. Junge, mach hin, ey. Der hält sich am Kopf nicht aus. Straße frei, Straße frei. Und jetzt die Leine. Affe. Oh, Alter, ist das geil hier. Wie kann man Menschen bei der Arbeit zusehen, ja, wobei ehrlich. Ist hier alles voll automatisch. Alter, da vorne ist auch so ein Ding. Alter, hier ist voll Grünanlage. Nice. Und, oh. Warum diese? Irgendwie dachte ich gerade, dass wir auf einer Autobahn sind und es beide Spuren in unsere Richtung sind. Dann ist er hier, lol. Man sollte natürlich nur links überholen, wenn die linke Spur noch zu der eigenen Fahrbahnsystem gehört. Ahnung. Ich dachte echt, wir sind auf einer offenen Autobahn hier gerade. Also auf einem Highway. Freeway. Dann eben nicht. Keep right, then keep right. Also entweder du keepst right oder nicht. Aber rechts halten heißt die ganze Zeit rechts halten, solange bis man was anderes sagt. Also rechts halten und dann rechts halten macht nicht wirklich Sinn.
Konnte zwar gerade nicht beschleunigen, aber zumindest die Geschwindigkeit halten. Nice. Aber ist natürlich schon krass, ne? Dass allein so unser Zugsystem selber schon 30 Tonnen wiegt. Eieiei. Das hat halt der Nachteil, wenn man so viele Auflieger hat, ne? Dann hat man so viel Material hinten dran, ne, dass selbst das Leergewicht schon relativ hoch ist. Vor allem das Problem ist ja auch, wenn du drei Auflieger hast, dann hast du ja auch dreimal diese Zwischendinger, also hier diese Lücken dazwischen. Das heißt, genau an den Stellen entstehen extrem viele Turbulenzen. Das heißt, mit drei Aufliegern hast du auch relativ viel Luftwiderstand. Also. Sehr eng hier. Aua, aua, aua. Jetzt habe ich Schaden. So. Dann wollen wir mal an der Stelle die Folge beenden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.